Die Börse ist wie eine Achterbahn, aufregend, aber nichts für schwache Nerven. Am 5. August war der Looping ein wenig zu heftig. Und heute besprechen wir mit Luis Passos, was man daraus lernen kann, denn der nächste 5. August kommt bestimmt wieder. Was meinst du, Luis? Auf jeden Fall kommt er wieder, und lernen können natürlich auch nur die etwas, die genau diesen Tag überlebt haben. Aber das ist ja auch eins der ganz, ganz großen Dogmen, die ja andere und ich vor uns hertragen, nämlich als erstes muss immer sichergestellt werden, die Liquidität, das Überleben. Nur dann kann ich natürlich auch langfristig von der Rendite an der Börse profitieren. Und für einige war der 5.8., und da kommen wir jetzt sicherlich drauf zu sprechen, der Genickbruch. Ja, lass uns dann direkt den Warren Buffett zitieren, dann sehen wir wieder ganz gut aus. Na, erste Regel von Warren Buffett, kein Geld verlieren. Zweite Regel, erste Regel nicht vergessen. Ja, gar kein Geld verlieren ist natürlich schwierig in einem spekulativen Umfeld, selbst wenn ich konservativ vorgehe. Aber das muss zumindest kontrolliert sein. Das heißt, also auf der einen Seite muss ich insbesondere als Stillhalter, Schrägstrich Optionshändler, hier mein Risikomanagement absolut im Griff haben. Das war ja auch übrigens eines meiner Hauptthemen auf den deutschen Optionstagen im Februar bei meinem Vortrag. Auf der anderen Seite auch das Liquiditätsmanagement. Ich darf halt nicht austrocknen, muss hier immer darauf achten, jederzeit liquide zu bleiben. Und da in der Hinsicht, wenn ich das Buffett dahingehend leicht abändere, ja, eben Risikomanagement im Griff, immer liquide bleiben als erste Regel, und als zweite Regel, Regel 1 nicht vergessen, dann gehe ich damit. Wir haben allerdings auch Kunden gehabt, da war es gar kein schlechter Tag. Die haben richtig Reibach gemacht. Und zwar mit Wix darauf gemorgen zu sprechen. Das war so das Vehikel, wo ja einige Vermögen gemacht wurden an dem Tag. Was war eigentlich passiert am 5.8.? Die Börse ist gecrashed in Japan. Ich meine, in Erinnerung zu haben, der schlimmste Tag nach 1987. Und Toyota ist ja ein Schwergewicht. Die haben zwischenzeitlich 18% an dem Tag verloren. Also war ganz heftig, und wir hatten sozusagen die Nachwehen. Aber jetzt einige Tage, Wochen später ist davon ja nichts mehr übrig. Nur wie so ein schlechter Traum. Ich habe neulich mit unserer beider Kollegen, dem Clemens, drüber gesprochen. Und der Clemens meinte ja, in seinem Dividendendepot ist da nichts zu sehen von dem ganzen Ereignis. Also umso wichtiger, dass wir da mit der Lupe rangehen und die Learnings rausziehen aus dem Tag. Was ist dann dein Learning Nummer 1 an dem Tag gewesen? Der Wix, nehme ich an? Auf jeden Fall. Vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu rekapitulieren und zwei unterschiedliche Schienenstränge zu verfolgen, nämlich die des Long-Only-Aktieninvestors und dann auf der anderen Seite des Optionshändlers bzw. Stillhalters. Das müssen wir auch noch mal ein bisschen präzisieren. Wie du richtig gesagt hast, was ist passiert? Die japanische Börse ist eingebrochen. Schlimmster Einbruch seit 37 Jahren mit über 13% Minus an einem Tag im Nikkei, also einer der schwergewichtigsten Indizes weltweit überhaupt. Japan auch noch immerhin Top 5 Volkswirtschaft. Also das ist schon eine Hausnummer. Auf die Gründe können wir vielleicht auch noch mal später kurz zu sprechen kommen. So, und dieses Ereignis hat dazu geführt, auf der einen Seite, dass auch andere Indizes in die Knie gegangen sind, nicht so stark, aber der S&P, meine ich, auch immerhin 3-4%, also S&P 500. Ja, also das hat auf jeden Fall abgestrahlt auf die Weltbörsen, dieses Ereignis, aber es gab eben einen Index, der sehr schnell sehr hoch geschossen ist, und das war der, du hast ihn eben erwähnt, der WIX, also der Volatilitätsindex. Der Volatilitätsindex VIX, der wird laufend erhoben und der misst die für die Zukunft gemutmaßte Schwankungsbreite an der amerikanischen Börse. Ja, das gibt es ein mathematisches Verfahren, um das festzustellen, anhand der Preise für
Futures und Optionen, meine ich. Kann auch sein, dass es nur Optionen und Futures ist, bitte nicht drauf festnageln. Ja, und aufgrund der Preise für die nächsten Monate kann ich im Prinzip feststellen, zumindest vom Niveau her, was für eine Schwankungsbreite erwartet wird. Und mehr Schwankungsbreite heißt auf einem Aktienmarkt eben, ja, eine höhere Angstfaktor. Deswegen wird der VIX ja auch als Angstbarometer häufiger bezeichnet. Und der ist ausgebrochen. Die Woche davor war noch bei ruhigen, ich meine, irgendwo Kanal 15 bis 18 Punkte und ist dann von vorbörslich übers Wochenende hochgeschossen, 20, 30, 40 und ist dann im Laufe des Börsentages auf über 60 hochgeschossen. Auch hier nur zum Vergleich, das war der dritthöchste Stand seit 1990 auf jeden Fall. Es gab nur zwei Ereignisse, bei denen der VIX noch höher war. Das eine war die Lehman-Pleite und das andere war der Shutdown-Crash. Ja, wobei in beiden anderen Fällen hatte ich schon im Vorfeld deutlich fallende Kurse. Das heißt, ich habe hier nochmal einen, ich nenne es mal Überraschungseffekt gehabt, dahingehend, dass die Plötzlichkeit des Anstieges, die war ja auch nochmal besonders, die war nämlich bei den letzten Ereignissen nicht so gegeben. Ja, und jetzt hatte ich ja gesagt, wir haben im Prinzip zwei Schienen. Die eine Schiene sind die Aktionäre, die haben halt gesehen, ja gut, die Weltindizes, ja, die haben halt ein bisschen nachgegeben, ein paar Prozentpunkte. Ja, mein Buy and Hold Depot ist jetzt auch nicht weiter tragisch, vielleicht sogar für meine Sparraten, die ich jetzt investieren möchte, gut. Und wenige Wochen später, Ende August, hat sich das Ganze ja eh wieder erholt. Und da war davon ja nichts mehr zu sehen. Dann ist das eine kleine Delle und wahrscheinlich in der Geschichte des Depots über mehrere Jahre oder Jahrzehnte ist da überhaupt nichts zu sehen. Der andere Punkt sind aber die Stillhalter. So, warum? Bei denen sieht das Ganze anders aus, wenn ich ein ganz konservatives Trägerportfolio habe, meinetwegen nur Liquidität, ja, oder nur Staatsanleihen und ansonsten versuche die Rendite eben über Optionshandel, über Stillhaltergeschäfte, das heißt über das Verkaufen von Optionen zu generieren. Da muss man ja wissen, dass der Preis einer Option eben in zwei Fällen deutlich nach oben schießt. Das eine ist eben, wenn das Underlying im Preis fällt. Ja, also wir reden jetzt hier von der Put-Option. Und der andere Fall ist eben, wenn die Volatilität steigt. Und spätestens am frühen Morgen des 5.8., also früher Morgen hier europäische Zeit, war jedem klar, wenn die Börse öffnet, dann werden sich die Preise meiner Optionen, die ich im Depot habe, in Bezug auf vergangenen Freitag oder im Vergleich zu vergangenen Freitag, das ist ja der letzte Kurs, den ich ja dann gegebenenfalls sehe, in meinem Depot, werden sich gegebenenfalls vervielfachen. Und die große Herausforderung an dem Tag war selbstverständlich, niemand wusste, um welchen Faktor. Ja, weil die Volatilität ist hochgeschossen und es gibt keine Berechnungsformel, um hier exakt zu ermitteln, Stichwort Angstbarometer, ja, um welchen Faktor die Option, ja, in dem Fall die Put-Option beispielsweise, steigen werden. Ja, ich habe vielleicht eine Put-Option für $1 verkauft, steigt jetzt auf 2, 3, 4, $5, wusste keiner im Vorfeld. So, und jetzt gibt es natürlich zwei Arten von Anlegern. Die einen, die eben ihr Risikomanagement, die Hausaufgaben da gemacht haben und auch ausreichend Liquidität immer vorhalten. Und gibt es die anderen, die das eben nicht machen. Und die sind an dem Tag schon im Prinzip mit dem ersten Blick auf eine Börsen-App oder irgendwelche Börsenkurse dann ins Schwitzen geraten. Ja, lass uns das mal aufdröseln. Und zwar erstmal mit dem VIX. Ich denke mal, viele Zuschauer sind nicht unbedingt direkt schon Stillhalter, aber die haben Interesse an dem VIX, weil wenn alles fällt und dann gibt es etwas, was steigt, dann ist das ja ein guter, sag mal, Airbag gegen den Crash.
Und da, wie ich schon eingangs gesagt habe, da wurden schon einige Vermögen gemacht. Man hat ja so im Vorfeld, wie du sagtest, war der WIX irgendwo bei 15, 16, also im Nirgendwo, da hätte man Calls kaufen können und die werden dann über Nacht, ja, pro Punkt kannst du dann Dollar rechnen, mal, ne, mal 100, also 100 Dollar pro Punkt sind dann pro Call, je nachdem, wie bei welchem Basispreis man die gekauft hat, sind da schon 5.000 Dollar drin. Wenn man mehrere davon hat, dann ist das ein schönes Vermögen und ein schöner Erbe gewesen gegen den Crash. Hast du selbst einen VIX-Call gehabt in deinem Depot? Ja, ich arbeite auch mit einem Hedge oder mit mehreren Hedges, genau aus dem Grund, mich gegen solche, wie sie heißen, Black Swan Events. Wir können gerne diskutieren, ob das jetzt eine Black Swan Event war oder nicht. Nennen wir es halt für außergewöhnliche Ereignisse, bei denen eben entweder die Kurse in kurzer Zeit stark nach unten gehen oder eben die Volatilität in kurzer Zeit stark nach oben geht. In der Regel passiert ja beides zusammen. Und für solche Ereignisse, da kann man sich durch den Kauf von Optionen, also da gehe ich ja genau die Gegenseite ein, relativ günstig laufend versichern. Ja, also es funktioniert nicht beispielsweise in dem Jahr 2022, wo die Kurse so, ja, so wie ich so Salami-Crash habe, ja, wo es so scheibchenweise runtergeht, sondern wirklich bei so singulären Einzelereignissen wie Lehman-Pleite, wie Shutdown-Crash, wie Anfang 2018 hatten wir auch schon mal eine Woche oder ein paar Tage war es, wo die Volatilität stark angestiegen ist, allerdings nicht so stark wie jetzt am 5.8. oder jetzt eben der 5.8.2024, der Bloody Monday, wie der schon von manchen genannt wurde. Gegen solche singulären Ereignisse kann ich mich versichern. Das Problem natürlich oder auch die mentale Herausforderung ist, ich weiß ja nicht, wann so ein Ereignis kommt. Das heißt, ich muss mich auch in den vielen Jahren, in denen nichts passiert, ja, laufend gegen so ein Ereignis versichern, was laufend auch Geld kostet. Und stelle fest, ja, passiert ja eigentlich nichts. Das ist so ein bisschen wie eine Versicherung. Ja, ich schließe eine Versicherung ab dagegen, dass mein Haus Feuer fängt. Und dann passiert eben 15 Jahre nichts. Und dann komme ich natürlich schon in Versuchung zu sagen, boah, die Versicherung kostet, keine Ahnung, 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr. Ja, dann kündige ich die mal, meine Feuerversicherung. Da passiert ja eh nichts. Ja, und die Gefahr besteht bei Still natürlich auch. Ja, ich mache meine Trades, habe laufend meine Prämieneinnahmen, sehe, ach ja, ich habe ja eine Serie von guten Monaten oder sogar guten Jahren, es passiert nicht viel und dann vernachlässige ich meinen Hedge, meine Versicherung und dann bin ich natürlich ungesichert bei so einem Ereignis und dann wird es eben teuer. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe zwei Arten von Absicherungen, zum einen tatsächlich Calls auf den VIX und zum anderen sogenannte Leap-Puts. Das heißt, ich habe auch hier Puts gekauft auf den S&P 500, die in ruhigen Zeiten sehr, sehr günstig sind. Warum? Weil sie ganz weit aus dem Geld sind. Ja. Und die schießen natürlich auch hoch, wenn die Kurse sinken bzw. die Volatilität ansteigt. Ja, also auch von einem ganz niedrigen Preisniveau. In so einem Fall, wie wir ihn eben am 5.8. hatten, da habe ich mehrere hundert bis tausende Prozent, die solche Positionen dann steigen. Und damit kann ich auch, das war bei mir auch so, einen Großteil der Verluste ausgleichen, die aus den Stillhalterpositionen resultieren, die ja teilweise zu einem Mehrfachen des eigentlich geplanten Ausstiegskurses dann glattgestellt wurden. An diesem Tag war es ja besonders wichtig, diese Gewinne auch schnell zu realisieren, denn der VIX ist ja dann wieder zusammengebrochen und hat extrem schnell abgebaut, was auch überraschend kam. Eine andere Strategie, die man an dem Tag machen konnte, war, haben auch viele Kunden gemacht, die Stillhalterseite einzunehmen und dann eben Calls zu verkaufen auf den VIX. Hat auch gut geklappt. Da hast du recht. Der 5.8. war nicht nur ein Tag, wo die Volatilität extrem schnell, extrem steil nach oben gegangen ist, sondern wo sie auch extrem schnell wieder in sich zusammengefallen ist.
Und so ein klassischer Anwendungsfall, für den es keine, wie soll ich sagen, mechanischen Regeln gibt. Ja, also da war wirklich Fingerspitzengefühl gefragt, wann löse ich manuell meine Hedges auf? Das heißt, wie viel Gewinn nehme ich mit? Und da der Peak dann auch nur wenige Minuten angehalten hat, ist es in so einem Szenario höchst unwahrscheinlich, dass ich genau die Spitze mitnehme. Eine wichtige Erkenntnis war allerdings, und ein Grundproblem ist ja, dass wir bei so Black Swan Hedges ja generell wenig historisches Datenmaterial haben, naturgemäß, um zu vergleichen, was passiert da mit so Hedge-Positionen. Dass zum Beispiel eine Absicherung mit den Leap Puts, also mit den Puts, die weit aus dem Geld liegen, die ich gekauft habe, deutlich besser funktioniert hat an dem Tag als beispielsweise der Kauf von VIX Calls. Und das liegt daran, dass sich die VIX Calls zunächst am Anfang der Handelszeiten gar nicht losgeworden bin, weil es keine Gegenparteien gab. Ja, das heißt, es war vielen Anlegern nicht möglich, diese Hedge-Positionen aufzulösen, sondern erst im Verlauf des Tages, als sich die Lage wieder etwas beruhigt hatte und der VIX etwas zurückgekommen ist. Das heißt, die ganz fetten Gewinne, die eventuell der ein oder andere, der sich hier abgesichert hatte über VIX Calls, eingeplant hatte, die sind nicht eingetreten. Ja, das schließt mich ein. Also die Höhe der Absicherung, die ich damit einkalkuliert hatte, ist nicht erreicht worden. Ja, während hingegen bei den eben bei den Leap Puts deutlich mehr realisiert werden konnte als eigentlich eingeplant. Ja, und das ist eben auch so eine Erkenntnis des Tages, dass unterschiedliche Hedging-Strategien halt eben eine ganz unterschiedliche Wirkung entfalten. Und woraus jetzt aber nicht abgeleitet werden darf, ja, wir lassen jetzt eine Absicherung über den VIX Call, lassen wir sein, wir greifen jetzt nur noch auf Leap Puts zurück. Ja, das hat sich am 5.8. bewährt, weil es kann ja durchaus sein, dass beim nächsten Schadenereignis dieser Art das Ganze anders aussieht und dass dann wieder andere Absicherungsmechanismen besser funktionieren. Ja, und der VIX Call dann wieder sehr gut funktioniert und zum Beispiel der Leap Put eben nicht. Ja, also da warne ich eben davor, jetzt aus diesem singulären Ereignis dann den Schluss zu ziehen. Ja, okay, wir verwerfen die eine Absicherungsstrategie komplett und setzen dann eben nur auf die andere. Ja, der Tag war schon ein bisschen verrückt. Ich blende mal hier eine Bildschirmaufnahme ein, die ich gemacht habe an dem Tag. Und zwar 0DTE auf den SPX. Und da sieht man, ja, ich sag mal, wenn man am Geld tradet, dann je nachdem, wie der VIX ist, aber ich sag mal so zwischen 12, 14, $15 ist so die Regel. Und an dem Tag, wenn ich es in Erinnerung habe, ich habe jetzt den Bildschirm nicht vor mir, waren es, glaube ich, $50. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Aber das Interessante war vor allem der Spread zwischen Geld- und Briefkurs. Der war enorm. Ja. 2, 3 Dollar. Und dann, Ja. es gab, na, Geld- und Briefkurs wurde gestellt, aber es kam so gut wie nie zu einer Transaktion, weil die einfach zu weit auseinander waren. Am Anfang, dann im Laufe des Tages hat sich das Ganze dann normalisiert, aber der Anfang war richtig heftig. Ist eine Erklärung, weshalb du auch den VIX da am Anfang nicht jetzt geworden bist. Wie sieht das dann aus mit dem Leap? Ja, hast du den Leap Put, den Leap Put, hast du den auch schon in der Corona-Krise gehabt oder ist das ein neues Learning von dir? Habe ich, also systematisches Hedging, das war so ein bisschen das Learning auch aus dem Shutdown-Crash, wobei ich sagen muss, der Shutdown-Crash, was da seinerzeit gut geklappt hat, weil es eben auch nicht ganz so plötzlich war, waren die eingezogenen Stoppkurse. Das heißt, ich bin ja schon im Februar im Prinzip mit allen Positionen ausgestoppt worden und weil dann die Indikatoren nach unten gezeigt haben, habe ich da auch keine weiteren neuen Positionen eröffnet. Ja, das heißt, ich wurde dann einmal glattgestellt und zwar auch zu Stoppkursen, die einkalkuliert, eingepreist und eingeplant waren. Ja, weil eben der Kursverfall ja schon seinerzeit im
im Februar eingesetzt hat. Ja, dann fielen die Kurse, dann ging die Volatilität auch hoch, aber das zog sich eben über mehrere Tage hin. Das war dann nicht das Thema. Hier war jetzt die Situation eine völlig andere. Ja, ich glaube, die Woche zuvor waren die Kurse minimal gefallen und ich meine, am Freitag ist die Volatilität so ein bisschen schon hochgegangen, aber nicht so spektakulär, dass man jetzt davon ausgehen konnte, oh, wir erleben da jetzt am Montag nach dem Wochenende einen Peak. Und die Besonderheit war hier, dass wir eben einen riesen Sprung außerbörslich bei der Volatilität erlebt haben, sodass klar war, wenn die Börse eröffnet, werden wir hier als Stillhalter deutliche Verluste einfahren. Ja, das heißt, ich habe hier nicht eine nach und nach abbröckelnde Kurse, die dann dafür sorgen, dass meine Stoppkurse kontrolliert eingesetzt oder ausgeführt werden, sondern ja, ich habe hier ein klassisches Overnight-Risiko, das heißt ein Ereignis, was dazu führt, dass eben über Nacht bestimmte Indizes hier eben der WIX massiv nach oben schießen und was dann dazu führt, ja. Bei dir hat das ja super geklappt mit den Leaps, mit den Puts auf den S&P. Bei welchem Basispreis hast du denn das gemacht? Du hast ja gesagt, weit aus dem Geld. Ja, tatsächlich bei beispielsweise die VIX Calls lagen bei einem Niveau von 50, 60 und die Leap Puts lagen, boah, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber auch mit einem deutlichen Preisabschlag zum jeweils aktuellen Tageskurs. Lass es 30, 40% sein. Hört sich gigantisch viel an. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Dafür sind diese Positionen aber sehr, sehr günstig. Deswegen kann man die sich ja auch über lange Zeit als Hedges leisten. Ja, und trotzdem, obwohl die so weit aus dem Geld sind, ja, und üblicherweise ein solcher Strike nicht erreicht wird, ja, vervielfachen sich bei so einem singulären Ereignis dann die Kurse dieser Position. Nur als Ergänzung, um das auch klarzustellen, also ich bin auch an dem Tag mit einem Verlust rausgegangen, nur war der Verlust halt nicht so riesig, dadurch, dass der Hedge eben einen Großteil da aufgefangen hat. Das, was bei dir zu einem Gewinn geführt hat, bei Gebiet, führt natürlich bei der anderen Seite zum Verlust, also zu den Stillhaltern. Und das ist Ja, das, klar. worauf du zu sprechen kamst am Anfang. Die Stillhalter, die Optionshändler unter uns, die dann einfach mal aufgewacht sind über Nacht und gesehen haben, die Puts, die sie verkauft haben. Da hat sich jetzt unbedingt beim Preis des Underlyings nicht viel getan, ein bisschen, aber trotzdem ist der Put ja massiv in die Höhe gegangen wegen dem VIX. Ja, genau. Und das Problem ist eben, wenn sich so ein Risiko über Nacht, also außerhalb der Handelszeiten aufbaut, dann nutzen wir eben auch Stoppkurse beispielsweise nicht. Also zum Vergleich, ich habe hier mehrere Positionen gehabt, da hatte ich standardmäßig immer einen Stoppkurs drin, ja, hochliquide Werte. Ja, von daher ist es auch vollkommen in Ordnung, waren Indexoptionen beziehungsweise Optionen auf einen hochliquiden ETF, der den S&P 500 abbildet. Ja, aber als der Handel gestartet ist, dann um 15:30 Uhr, sind die auch gleich ausgeübt worden, ja, oder glattgestellt worden mit Verlust. Ja, allerdings eben nicht zum Stoppkurs oder in der Nähe des Stoppkurses, sondern mal schlank zum Doppelten. Ja, also konkret beispielsweise, ich hatte geplant, Ausstieg zum Kurs von, sag mal, $4, ja, eine Option, und die ist dann aber glattgestellt worden für $8. Ja. Also da wurde der Stoppkurs dann locker mal verdoppelt, eben weil sich, ja. Da hätte ich aber direkt eine Nachfrage. Den Ja. Stoppkurs, wieso hast du den nicht entfernt? Weil ich denke mal, okay, nehmen wir mal eine Nvidia, na, haben ja viele, und dann hast du vielleicht einen Put verkauft mit Basispreis 70 oder 80, whatever. Die Wahrscheinlichkeit der Ausübung ist ja nicht viel größer geworden. Der Anstieg der Put-Option. Das war ja nur wegen der Volatilität. Hast du denn nicht gedacht, okay, die Volatilität wird schon nachgehen? Wieso soll ich da jetzt mich ausstoppen lassen?
Ja, mit dem Wissen von heute hätte ich natürlich völlig anders reagiert, aber dann tippt man natürlich auch alle Lottozahlen richtig. Das ist ja nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass du ja im Risikomanagement vorab sagst, dort und dort sind meine Linien, wo ich aussteige, und dann steigt man auch aus. Nehmen wir konkret das Beispiel, einen Put auf den SPY, also auf den, das ist der größte ETF auf den S&P 500, ja, mit mehreren hundert Milliarden Euro, Dollar Marktkapitalisierung. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich steige aus oder sage, nee, ich nehme den Stoppkurs raus und lass laufen. Und die Volatilität gibt sich ja dann schon wieder, und dann drehen die Kurse auch irgendwann, und dann verfällt der Put vielleicht ja doch noch. Das ist das eine Szenario. Das ist ja jetzt auch quasi eingetreten. Ja, aber das ist ja nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, es weiß ja keiner im Vorfeld, wie sich die ganze Lage weiterentwickelt. Was wäre denn, wenn sich ausgehend von Japan die Verluste ausgeweitet hätten? Ja, wenn wir dann wieder in ein Szenario gekommen wären, und auch das wird ja irgendwann kommen, ja, wo auch die großen Indizes mal über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, vielleicht auch mal 10 Jahre, wie in den 2000er Jahren, deutlich nachgeben, um 20, 30, 40%. Und dann mal in einem Tal der Tränen verharren. Dann habe ich das Problem, dass ich dann meine Optionen behalten habe, nicht glattgestellt habe, mit einem kleinen Verlust durch den Hedge beispielsweise. Ja, und dann aber dafür die Position angedient bekomme, die dann 20, 30, 40% im Minus stehen. Und das vielleicht über mehrere Jahre. Das heißt, das konterkariert ja meinen Ursprungsgedanken, dass ich ja ein möglichst stabiles Portfolio oder möglichst konservatives Trägerportfolio haben will und mich eben nicht Kursrisiken aussetzen will. Ja, wenn ich mich Kursrisiken aussetzen will des üblichen Aktienmarktes, dann ist ja einfach, dann kann ich ja von vornherein einfach so ein ETF kaufen und mich zurücklehnen und gar nichts machen. Aber das möchte ich ja gerade nicht. Ich möchte gerade nicht durch so ein Tal der Tränen gehen, was mehrere Jahre dauert. Und das wird irgendwann wiederkommen. Diese Phasen gibt es temporär ja auch. Ich weiß, die letzte ist eben 2012 zu Ende gegangen. Erinnert sich kaum noch jemand daran. Aber wer jetzt nicht gerade 20 ist, hat dann vielleicht nicht die Lust oder auch die Zeit, so eine Phase auszusitzen. Ja, und dann ist eben die Lösung, ich stelle glatt, weil ich eben nicht weiß, was die Zukunft bringt. Geht dann eben raus mit einem in Verhältnis, muss man ja sagen, zum Gesamtdepot kleinen Verlust. Ja, da reden wir ja, wir sind ja da, oder ich war da mit einem niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ja, und gut ist, ja, habe dafür kein Andienungsrisiko. Ja, und selbst wenn die Kurse dann weiter fallen, passiert mir nichts. Warum? Weil eh alle Positionen glattgestellt waren am 5.8. Ja, und dann kann ich warten, bis sich das Ganze wieder dreht und dann in Ruhe wieder Positionen aufbauen als Stillhalter. Und in der Zwischenzeit bekomme ich dann meine Erträge von meinen T-Notes und Preferred Shares. Die haben sich ja gar nicht bewegt an dem Tag, beziehungsweise die T-Notes sind ja sogar leicht im Kurs gestiegen an dem Tag. Ja. Ja, als alter Goldbug bin ich ganz bei dir bei der Makroanalyse, dass wir irgendwann mal Gefahr laufen, Rücksetzer zu haben. Aber mein Glauben daran, der wurde ein bisschen erschüttert an diesem Montag. Also das Dirk Möller Lager werde ich jetzt nicht so schnell aufsuchen, glaube ich. Aber das war ein guter Einwand von dir mit dem Stoppkurs. Ne? An und für sich ist das ja der größte Fehler, dass man ohne Plan an die Börse geht, ohne Plan, wo was kauft oder verkauft. Und nicht eine Idee hat, was macht man, wenn die Kurse bröckeln. Und du hast für dich festgelegt, Stopp ziehen, Augen zu und durch. Ich meinte vielmehr, das war es nicht absehbar an dem Tag, auch schon am Vormittag, bevor die Börsen eröffnet haben. Mensch, das wird wohl nur ein singuläres Ereignis bleiben und nur auf Japan bezogen. Jetzt nicht unbedingt auf den SPY, aber ich sag mal, wenn man dieses Nvidia-Beispiel, wenn man irgendwie langlaufende Puts verkauft hat, dann nicht die Nerven zu verlieren und dann direkt den Stopp zu ziehen, wäre das dann nicht besser gewesen an dem Tag? Ja, im Nachhinein besser. Ja, klar. Im Nachhinein wäre es aber auch klüger gewesen, die Lottozahlen vom Wochenende vorher getippt zu haben, nachdem man die kennt. Ja, also das ist müßig, darüber zu diskutieren.
Ja, weil ich ja in der Situation konkret, was die Zukunft angeht, mit Unwissenheit geschlagen bin. Ja, und wenn wir Japan nehmen, als 1989, der japanische Aktienmarkt ja auch zusammengebrochen ist, war auch ein singuläres Ereignis erstmal, was auf die japanische Insel beschränkt war. Danach gab es aber auch weltweit den 1990er Jahre, also Anfang 1990er Jahre Crash. Das heißt, da mussten die Anleger weltweit dann auch erstmal eine bittere Pille schlucken. Ja, das weiß man nie. Ja, der Technologie-Crash, der Dotcom-Crash, hätte man auch denken können, naja, das bleibt ja auf die Technologiewerte beschränkt. Warum soll das die Industrie-Schwergewichte in irgendeiner Weise betreffen? Ja, hat dann trotzdem übergegriffen. Ja, Lehman-Pleite war auch ein singuläres Ereignis, was den amerikanischen Bankensektor vornehmlich getroffen hat. Trotzdem waren die Schockwellen weltweit zu erleben. Und im Nachhinein weiß man auch, naja, wäre vielleicht besser gewesen, das Institut zu retten, das Management zu feuern und wäre für das Weltfinanzsystem nervenschonender gewesen und hätte wahrscheinlich viele Billionen von Buchwerten eben nicht vernichtet und nicht so viele Existenzen ruiniert. Ja, aber das gilt eben immer erst aus der Ex-Post-Betrachtung, das ist ein Rückschaufehler. Ich muss mich ja im Vorhinein aufstellen mit meinen Positionen. Das Risiko, deswegen muss ich ja Risikomanagement machen, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Ja, und sonst bräuchte ich ja auch nicht hedgen. Ja, und Die Chartanalyse das ist ja dann. ist in der Mitte des Bildes immer leichter als am rechten Rand. Da hast du vollkommen recht. Wie sieht es denn aus bei deiner Community und deinen Kunden? Die werden auf jeden Fall einige Learnings daraus gezogen haben für den nächsten Crash. Ich habe rausgehört, dass viele Zuschriften, die dich erreicht hatten, darauf schließen lassen, dass die Leute nicht so wirklich Ahnung hatten vom VIX und dem Verhältnis VIX-Volatilität zu Optionspreisen. Ja, in der Tat. Also die einen waren erstaunt, dass überhaupt jetzt, wieso die Optionen so stark im Preis gestiegen sind. Die Kurse wären ja gar nicht so stark gefallen. Dann waren wieder welche, die gesagt haben, naja, hat sich doch jetzt in der Weltlage nichts großartig verändert. Warum geht denn die Volatilität überhaupt hoch? Der Krieg in der Ukraine war ja wohl schlimmer als jetzt irgendwie, dass in Japan die Kurse ein bisschen gefallen sind. Ja, was überhaupt gar keine Rolle spielt. Fakt ist eben, dass die Volatilität explodiert. Die Gründe dafür und ob das rational oder irrational ist, spielt ja auch gar keine Rolle. Ja, das Ergebnis ist eben da. So, und klar, wer, sag ich mal so, der mit im Boot ist bei der Philosophie, die ich betreibe, also hier ständig die Positionsgrößen zu überwachen, Trading-Journal zu führen, ja, zu gucken, wie viel Prozent meines Portfolios habe ich überhaupt veroptioniert, jetzt unabhängig von der Margin-Berechnung des Brokers, ja, darauf zu achten, dass ich eben nicht überpositioniert bin, meine Hedges zu pflegen regelmäßig, ja, die sind an dem Tag gut rausgekommen, aber bei vielen war das eben nicht der Fall, ja, weil angefangen von Leuten, die überhaupt gar nicht wussten, wie viel Positionen sie im Feuer hatten, weil einfach wahllos Optionen geschrieben wurden auf irgendwelche Werte, ja, das Depot oder die Positionsgrößen völlig überzogen waren für die Depotgröße, keine Hedges gemacht wurden, keine Stoppkurse gezogen wurden. Wer zum Beispiel keine Stoppkurse gezogen hat, hatte auch nochmal das Problem an dem Tag, die Person muss ja manuell glattstellen. So, und wenn ich dann mal 10 bis 20 Positionen manuell glattstellen muss, an so einem Tag, bei so einer Eröffnung, ja, und die Verluste weiteten sich ja erstmal aus am Anfang des Tages, na holla die Waldfee, da ist große Freude aufgekommen. Ja, solche Sachen, ja, bis hin tatsächlich, und da muss ich sagen, das hat mich schon, ja, ein Stück weit erschüttert, dass auch Fälle waren von Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe ja sogar eine Ausbildung oder ein Coaching und eine Weiterbildung gemacht. Und das waren alles Themen, die kannte ich gar nicht. Höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, sowas wie Hedging, ja, oder Trading-Journal führen und solche Geschichten. Also wirklich absolutes Basiswissen. Und da muss ich dann schon sagen, da sind wir schon
Ja, das ist schon halb kriminell, ja, was dann mit den Leuten geschehen ist oder was Also mit ich denen höre gemacht wurde. raus, die Optionshändler sind nicht unbedingt schlauer als der normale Aktieninvestor, so dass einmal eins der Böse wird auch da nicht befolgt. Nein, natürlich nicht. Und man ist als Optionshändler vermutlich sogar noch mehr, dadurch, dass man ja tagtäglich sich beschäftigt, zumindest ein paar Minuten mit seinen Positionen, ist man vermutlich auch mehr den Basisemotionen Gier und Angst ausgesetzt als so ein ja, sagen wir ETF-Investor, der weiß ich nicht, einmal im Jahr in sein Depot guckt. Ja, und ich bin häufiger eben verführt und ich muss dann eben auch eine gewisse mentale Verfassung mitbringen, die eben verhindert, dass ich nicht oder dass ich hier meinen Plan verlasse. Ja, also ich muss da deutlich robuster sein, weil eben ich durch solche Ereignisse eben deutlich anfälliger bin als eben ein klassischer Long-Only-Aktieninvestor. Das muss man eben auch klar sagen. Und klar, der Sektor eignet sich oder ist prädestiniert dafür auch, wie so viel im Finanzbereich, auch für schwarze Schafe, die einem dann irgendwelchen Bullshit erzählen oder selber irgendwie ein halbes Jahr irgendwas gemacht haben und denken, die ganze Welt mit ihren Erkenntnissen dann beglücken zu müssen. Ne? Also hier auch Augen auf bei der Weiterbildungswahl. Was Überhebelung angeht, was hast du da für Zuschriften gehabt? Gib mal ein Beispiel. Ja, das sind dann eben solche Zuschriften von Leuten, wo ich dann mal gefragt habe, naja, wie groß ist das Depot? Und dann auch mal gefragt habe, naja, wie viele Positionen sind denn offen, die dann eben dann auch mal so zusammengetragen habe. Und wo dann tatsächlich jetzt im Vergleich beispielsweise zu mir, ja, mit einem Depot, das 25 bis 30% von der Größe war, im Vergleich zu meinem. Ja, die aber doppelt so viel Positionen im Feuer stehen hatten, ja. Ich achte selber schon anhand meiner Risikokennzahlen immer, ich habe so eine 100%-Marke und da achte ich immer drauf, drunter zu bleiben. Ja, da bin ich auch immer weit, weit, weit weg, von der Margin-Auslastung überhaupt, ja, beim Broker. Also ich gehe dann noch konservativer vor, als jetzt der Broker das selber berechnet. Ja, und wie gesagt, und das waren dann so Personen, die dann im Prinzip achtmal so viel offen hatten wie ich. Ja, wenn man, ne, also doppelt so viele Positionen offen bei einem viermal so kleinen Depot. Ja, das heißt also, das ist ja auch gerade so eine Verführung. Ja, wenn lange Zeit nichts passiert, ja, warum soll ich dann bei kleinen Positionen bleiben? Ja, ist ja schnell verdientes Geld. Ja, ich bin nur ein paar Tage im Markt mit meiner Option. Ja, die verfällt ja schnell. Ja, 14 Tage im Schnitt. Warum soll ich dann öffne ich nicht eine, sondern zwei? Und mit zwei klappt das auch, dann öffne ich eben vier. Ja, und dann bin ich eben ratzfatz dahin gekommen, dass ich dann eben ein völlig überhebeltes Depot habe. Das Marktnarrativ an diesem Tag hat sich ja so mit einem Schnipsen direkt geändert. Das ist, glaube ich, so bezeichnend für so einen Tag, weil so noch vor Monat, vor 2 Monaten sah ja die Welt super aus und dann bam, auf einmal ist es ganz anders. Ja. Und das sind so die Punkte, darauf muss man aufpassen. Ich sag mal, die Anzeichen waren ja auch schon vorher da, dass es mal ein bisschen heftiger zur Sache gehen könnte. Ne? Der so Nvidia, diese ganzen KI-Werte waren nämlich mal Ende Juli im Hoch und haben dann bis zu diesem Tag, ich meine, so 30% nachgegeben. Anzeichen waren da, aber trotzdem dachte man sich, ja, ist ja gut Stimmung, man kann ja weiter Gas geben. Ja, ich plädiere auch immer, sich selber dann bei solchen Ereignissen rauszunehmen, so die Vogelperspektive einzunehmen. Und man muss ja auch sagen, ja, es waren relativ kleine Verluste an dem Tag, ja, die ja jetzt sogar wieder im Laufe des Monats dann aufgeholt wurden, ja, auch von Stillhaltern, wenn ich nicht überhebelt war, logischerweise. Ja, und das Ganze muss ich auch sehen im Kontext von mehreren hervorragenden Monaten, die jetzt hinter uns liegen. Ja, mit teils 2 bis 3% Monatsrendite. Ja, das heißt, wer da seine Hausaufgaben gemacht hat und wer einfach kontinuierlich
durchgetradet hat gemäß Regelwerk, ja, und da jetzt mit seinem Regelwerk auch nicht völlig daneben lag, der hat ja mehrere sehr gute Monate hinter sich. Und da ziehe ich auch immer den Vergleich, ja, mit einer Versicherung. Ja, ich habe da auch eben, wenn ich versichere ja letztendlich Kurse und analog zu eben zu einer, weiß nicht, Wohngebäudeversicherung, über mehrere Jahre passiert da auch nichts. Ja, dann sitze ich eben auf einem schönen Prämiensockel oder Puffer, den ich mir da aufgebaut habe. Ja, ich muss aber im Hinterkopf haben, jederzeit, dass auch mal so ein Großschadensereignis passieren kann. Flut im Ahrtal. Ja, man weiß, dass die kommt alle 20, 30 Jahre. Und dann weiß ich eben auch, dass höhere Kosten auf mich zukommen. Ja, aber in der Gesamtperspektive, ja, sehe ich dann eben auch, dass ich auch hier deutlich prämienpositiv bin. Und dann macht auch so ein Tag einem nichts aus. Und lass uns mal zu sprechen kommen auf die Gründe für den Crash, Yen Carry ja. Trade und was es da alles noch so gibt. Denn ich glaube, das ist sozusagen die Saat, die wir nicht loswerden, die dafür sorgt, dass wir diese Ereignisse mit so einem hohen VIX-Anstieg in Zukunft noch häufiger haben. Mein Resümee von dem Tag ist so in Druckerpresse, we trust. Ja, die Gründe, da wurde ja auch viel in dem Zuge 5. August erstmal selber spekuliert. Letztendlich ein Grund waren die von dir erwähnten Yen-Carry-Trades. Was hat es damit auf sich? Kennen wir in einer ähnlichen Konstellation auch aus Europa und der Schweiz. Es gibt halt Anleger, aber auch zum Beispiel Immobilienfinanzierer, die sich oder die meinen, Zinsunterschiede verschiedener Währungen hier ausnutzen zu wollen. Also ein Klassiker war beispielsweise in Mittel- und Osteuropa, als das Zinsniveau noch relativ hoch war, sich niedrig in, also zu niedrigen Zinsen in Schweizer Franken zu verschulden. Ja, und dann beispielsweise in Geschäfte zu investieren, in einem anderen Währungsraum oder Immobilien. Ja, und dasselbe galt jetzt eben für Japan. Gab hier viele, auch Großinvestoren, die sich eben japanischen Yen verschuldet haben. Na, der Yen ja seit vielen Jahren oder Jahrzehnten ja schon auf Nullzinsniveau faktisch. Und dann anderweitig eben investieren in einem anderen Währungsraum. Ja, wenn ich dann da eben eine Rendite habe von, ja, selbst 4, 5, 6%, aber auf der anderen Seite eben 0 oder 0,5% bezahle für einen Yen-Kredit pro Jahr, sind das ja riesige Margen. Und dann kann ich natürlich schön hebeln. Je mehr ich hebe, desto mehr Rendite fahre ich ein. Problematisch wird es dann eben, wenn die Währung, in der ich verschuldet bin, in dem Fall eben der Yen oder seinerzeit der Schweizer Franken, deutlich zulegt, also meine Schulden dann in dem Sinne steigen und ich dann eben nicht mehr in der Lage bin oder dass ich nicht mehr in der Lage bin, hier meinem Schuldendienst, Zins und Tilgung nachzukommen, weil eben die Währung, in der ich Geld verdiene, im Verhältnis zu der Währung, in der ich Geld schulde, abgeschmiert ist, ja, oder halt deutlich verloren hat. Ja, und das sind eben diese Trades, das ist halt eben mit dem Schweizer Franken passiert. Ja, als er dann deutlich zugelegt hat, konnten dann eben viele Immobilienbesitzer dem nicht mehr nachkommen. Ja, das ist das eine, also billig in Yen verschulden und dann im Ausland in Aktien investieren, Nvidia etc. Und wenn die Börsen steigen in den USA und das alles zusammenspielt, ist das ja ein No-Brainer. Das andere, was auch noch zu dieser Krise geführt hat, Ende Juni gab es mal ein paar Berichte von der, ich hoffe, ich spreche die gut aus, richtig aus, Norin Shinkin Bank in Japan, eine der wahrscheinlich 10 größten Banken, ist nicht börsennotiert. Und die haben Probleme gemeldet mit ihren CLOs und dass sie 9 Milliarden Verlust gemacht haben, US-Dollar. Für alle, die CLOs nicht kennen, CDOs sollte jedem Begriff sein. Wenn nicht, dann empfehle ich den, wie heißt dieser gute Film? Mit Brad Pitt, Big Short heißt das Ding, ne? Kennst du auch, los, nehme ich mal. Big Short, ich kenne vor allem das Buch, das ist auch sehr unterhaltsam. Ja, im Film weiß ich gar nicht, ob Brad Pitt da mitspielt.
Aber Ja, nicht, aber es ist ein gut besetzter Film. Vielleicht spielt er, ne? Auf auf jeden jeden Fall, Fall. ne? Also, um es kurz zu machen, Nouritchkin, weil so 21, 22 ist die Overnight Fat Rate ja noch bei fast ja, nicht existent gewesen und ist das peu à peu jetzt auf über 5% angestiegen. Und so manche Bank ist ja nicht die einzige, hat sich 21, 22 richtig Geld geliehen und direkt dann investiert in langlaufende Anleihen, vielleicht bei 3%, was es da immer so gab. Aber jetzt sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus, wenn man jetzt sich für 3% investiert hat, aber muss über 5% zahlen overnight, dann muss man etwas suchen, was mehr Rendite verspricht. Und ist dann auch dieses Collateralized Loan Obligation hier umgestiegen, wo man dann wie bei Big Short dann einfach ja, Schulden zusammen klimpert, die so einzeln betrachtet nicht so die besten sind, aber zusammengenommen sieht es dann in der Theorie dann viel besser aus. Und das ist ihnen um die Ohren geflogen. Ich glaube, von diesen CLOs gibt es noch mehr in der Welt. Und das dürfte meines Erachtens dafür sorgen, dass der WIX ab und zu auch wieder mal sporadisch nach oben schießen wird. Gleichfalls ist die besagte Druckerpresse, kommt dann direkt so zur Anwendung. Also, was meinst du, Luis? Ich habe, glaube ich, so meinen Glauben an so einen 20, 30% Rücksetzer an der Börse und zwar für mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre eigentlich verloren, weil ich denke, die nächste Krise ist vorprogrammiert und dann kommt die Druckerpresse und eigentlich Inflation, Inflation, Inflation. Naja, in 2022 haben wir ja genau das erlebt, mehrere Monate. Da ging es ja auch um knapp 20% runter. Und unabhängig davon, du sprichst ein Kernrisiko des Bankengeschäfts an, ja, die sogenannte Fristentransformation. Und das ist ja das, was immer wieder zu Turbulenzen bei Banken sorgt. Ja, Banken leihen sich kurzfristig niedrig verzinstes Geld und verleihen das oder investieren das langfristig höher verzinst. Und sobald dann Zweifel an der Solidität kommen und es dann in irgendeiner Form einen Bankenrun gibt, also sprich, die brauchen Liquidität und können die nicht mehr auf die Schnelle besorgen, dann kommt es eben zu diesen Engpässen, dann kommt es jedenfalls zu Panikverkäufen, dann kommt es zu sich selbst verstärkenden Krisen. Klammer auf, das war ja ursprünglich auch mal einer der Gründe im 20. Jahrhundert, schon im 19. Jahrhundert, Zentralbanken zu gründen, um eben kurzfristige Liquiditätsengpässen bei solventen Banken, muss man sagen, also Banken mit einem guten Portfolio, ja, zu verhindern, dass sie eben illiquide werden. Klammer zu, sind wir natürlich heute weit von weg. Und das ist klar, ein Instabilitätsfaktor. Die Welt ertrinkt in Schulden. Ich glaube, momentan, gab es noch nicht auch mal eine Statistik, liegen wir bei also die Schulden sowohl der Privathaushalte, Unternehmen als auch öffentlich-rechtlichen Institutionen, beträgt aktuell über 300% des Weltsozialproduktes. Ja, also wenn wir das Ganze mal global betrachten, also hier Höchststand. Das heißt, dementsprechend viele Zins- und Schuldprodukte gibt es auch von den Asset-Backed Securities über Collateral Loan Obligations und was es sonst noch alles gibt. Ja, auf der anderen Seite ist es halt eben auch eine uralte Anlageklasse, die fast jeder Anleger auf die eine oder andere Weise im Portfolio hat. Sei es über Anleihen, sei es über Tagesgeld, ist ja auch nichts anderes als ein Kredit an die Bank. Und das bleibt selbstverständlich ein Unruheherd und vor allem Schuldenkrisen, Kreditkrisen, wenn die dann wirklich um sich greifen, werden dann natürlich auch zu schwerwiegenden oder können zu schwerwiegenden Finanzkrisen führen. Und ein Indikator ist dann tatsächlich, wenn die Volatilität hochschießt, ja. Schulden sind ja nur ein Problem, Luis, wenn man sie zurückzahlen möchte. Ja, richtig. Aber wenn zu viele Leute ihre Schulden drohen, nicht zurückzahlen zu können, dann werden Investoren typischerweise nervös. Ja, nicht nur der Schuldner, sondern ja auch der Gläubiger wird ja nervös. Und das sorgt dann eben dafür, dass das Angstbarometer nach oben geht. Und da sind wir letztendlich am Ende da, womit wir eröffnet haben, mit dem guten alten WIX.
der dann auch diese Angst widerspiegelt. Ja, was bleibt als Resümee, Luis, von dem fünften, achten Learnings? Sag mal, der Dirk-Müller-Fonds, den habe ich mir angeschaut, ob der gut davon gekommen ist. Tatsächlich hat er auch einen kleinen Verlust gemacht, aber er ist sage und schreibe über 3% year to date im Plus, was mich tatsächlich überrascht hat. Da bin ich ein guter Gesellschaft, was den kleinen Verlust angeht. Und ansonsten kann ich nur das wiederholen, was ich im anderen Zusammenhang, was immer mein Ausbilder mal tatsächlich bei der Bundeswehr gesagt hat. Da hat man mal eine Weiterbildung zum Thema Projektmanagement. Und der hat immer gesagt, Projektmanagement ist Risikomanagement. Und das habe ich für mich tatsächlich adaptiert für den Optionshandel. Stillhalten ist Risikomanagement. Alles klar, Luis. Dann bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dahin.